Hallo, hier ist der Clemens und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der elektrische Stein. Ich war in meinem Keller. Eigentlich wollte ich schon eine Kleinigkeit holen, dann habe ich aber meine Lego-Ecke entdeckt und dachte mir, komm, gib dir einen Ruck, räum mal ein bisschen auf und was habe ich rausgekramt? Meine alte Lego 9 Volt Eisenbahn. Ich habe sie also aufgebaut und ganz ehrlich, ich war überrascht, wie viel Spaß das nach all diesen Jahren wieder macht. So, und dann dachte ich mir, komm, das zeige ich euch, vielleicht kann ich euch ja wieder ein bisschen damit anstecken. Was sehen wir hier vor uns? Wir sehen das Lego 9 Volt Eisenbahnsystem. Ich bin alt, ich gebe es zu, das sieht man einfach daran, dass über die Jahre hinweg Lego schon verschiedene Eisenbahnsysteme hatte. Stand heute haben wir Control Plus. Davor gab es viele Jahre lang die Power Functions und davor gab es dieses System, das 9-Volt-System. Das sind so die 90er Jahre gewesen. Also ihr seht, ich bin ein Kind der 80er und 90er, daher bin ich einfach mit dieser Generation aufgewachsen. Davor gab es sogar noch das 12-Volt-System. Also es gab jetzt schon mindestens mal 4 verschiedene Generationen an Eisenbahntechnologien. Gut. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das 9-Volt-System einige Vorteile hat. Und unterm Strich finde ich persönlich, dass es von allen Systemen noch das Beste war. Es hat nicht nur Vorteile, es hat auch ein paar Nachteile, darauf komme ich auch noch zu sprechen. Aber ich finde, unter all den verschiedenen Systemen ist das hier noch das Beste, was Lego gemacht hat. Und ich finde es extrem schade, dass es das einfach nicht mehr gibt. So, okay, an die jungen Leute. Das ist das, was ihr heute kennt. Das ist diese Standard-gerade Gleise. Nichts Besonderes in diesem Light Bluish Gray gehalten. Beim 9-Volt-System sah das ähnlich aus. Das war derselbe Formfaktor. Die Farbe war dieses alte Grau. Aber der große Unterschied war, auf diesen Schienen hier ist Metall drauf. Wieso ist denn auf den Schienen Metall drauf? Richtig. Damals sind die Züge ohne Batterien gefahren. Der Strom kam quasi, was heißt quasi, der Strom kam direkt vom Gleissystem. Wer hätte es gedacht? Züge können ohne Batterien fahren. Es geht und es geht sehr gut. Was braucht man also alles dafür? Es ist trivialste, einfache Elektronik, die Lego damals verbaut hat. Und das macht es einfach so genial. Also was haben wir? Wir haben erstmal, ich mache den Strom aus, unseren Stromadapter von 230 Volt, das ist das, was aus der Steckdose rauskommt, runter auf 10 Volt. Warum 10 Volt? 9 Volt landen hier auf dem Gleissystem. Wir machen übrigens gleich nochmal eine Nahaufnahme, gehen wir ran mit dem Multimeter, dann messen wir das Ganze nochmal durch. 1 Volt geht ungefähr hier verloren. Ne? Also 9 Volt plus 1 Volt sind 10 Volt. Daher kommt das hier aus der Steckdose. Also wir haben hier ein stinknormales Stromkabel. Ne? Sowas hier. Das geht dann hier rein in dieses schöne Monstrum. Hier eben ist ein kleiner Adapter. Da stecken wir das einfach rein. So, dann ist der hier schon mit Strom versorgt. Ich nenne es mal das Speedometer. Es ist brutal groß, überdimensioniert und das finde ich toll. Ich habe nie verstanden, wozu diese Noppen hier da sind. Die Kreativen unter euch werden es mir sagen, was man da irgendwie draufklemmen kann, damit es irgendwie Sinn ergibt. Ich habe damals jetzt als Jugendlicher, habe ich das immer nackt gelassen. Auch immer, warum auch immer. Hier haben wir jetzt diesen Regler. Mit dem Regler mache ich jetzt Folgendes. Es ist hier Mittelstellung 0. 0 heißt, ich leite den Strom nicht weiter hier auf das Gleisbett. Wenn ich den jetzt einfach auf Maximum drehe, legt er hier 9 Volt an. Wenn ich jetzt den in die andere Richtung drehe, wird also das Potenzial umgedreht und es liegen minus 9 Volt an. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Wie geht es also weiter? Also hiermit können wir quasi steuern, wie viel Volt wir jetzt auf dieses Gleissystem hier drauflegen. Wie machen wir das? Es gibt hier oben so einen kleinen Anschluss. Der hat so metallische Pins an der Seite. Die gehen dann drauf auf das da. Ein elektronischer Klemmbaustein. Lego, es geht doch. Wieso wird sowas also abgeschafft? Es war doch alles schon mal da. So, und hier geht es dann weiter auf diese zwei Klemmen hier ab. Das
ist die hier vorne. Da ist dann wieder so ein metallischer Pin. Und der wiederum geht jetzt hier auf die Gleise drauf. Ich klemme das hier fest. Was passiert hier also? Wir legen also die 9 Volt, es ist ein Kabel mit zwei Äderchen. Ja? Einmal 9 Volt, einmal die Masse. Die legen jetzt hier auf die Gleise drauf. Das heißt, auf einer Schiene liegen jetzt 9 Volt an, auf der anderen Schiene liegt die Masse an. Heißt, dieses Schienensystem ist ein elektronischer Kreislauf. Ein offener elektronischer Kreislauf. Und wenn ich jetzt was draufstelle, zum Beispiel diesen Zug hier, ist es ein geschlossener elektronischer Kreislauf. Das heißt, da fließt irgendwie Strom. Das Herzstück ist ganz klar dieser 9 Volt Zugmotor. Entschuldigt bitte, es ist alles ein bisschen verstaubt. Seht mir bitte nach, das ist Keller-Lego. Das ist nun mal so. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das ist noch zu entstauben. Es tut mir leid, bitte seht mir nach. Es gab mal diesen aus der Monster Fighters Serie, diesen Geisterzug, der war nicht motorisiert. Da habe ich den einfach mal auf so einen Lego 9 Volt Motor mal draufgesetzt, damit ihr mal ein bisschen was seht. Stellt euch einfach noch vor, dass hier noch irgendwie diese Lokomotive da vorne dran klemmt. Habe ich jetzt einfach. Es geht ja hier um die Elektronik, es geht ja jetzt nicht zwingend um das Design der Lego Sets. Ihr seht aber, Unterschied zu heute, damals waren die Räder aus Metall. Und das war auch richtig so, denn diese Räder haben den Strom geleitet. Die Funktion war quasi die Stromaufnahme. Wir haben ja hier die 9 Volt auf den Gleisen drauf. Das Rad nimmt also den Strom auf, leitet es auf eine Metallachse. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Es gibt Videos auf YouTube, die haben das Ding hier aufgeschraubt und erklären, wie das Ding da drin aussieht und funktioniert. Also der Strom läuft über das Rad auf eine Metallachse drauf. Da ist eine Klemme, die geht auf einen kleinen Gleichspannungsmotor drauf. Und wenn er Spannung kriegt, dann dreht er sich einfach. Ja? Und wenn er sich dreht, geht es wieder weiter über den Zahnrad auf die Achsen drauf, damit sich dann die Räder drehen. Heißt, dieses Ding hier hat eine Doppelfunktion. Zum einen als Stromaufnahme über die Räder auf die Achse in den Motor rein. Und der Motor, wenn er anfängt sich zu drehen, geht er wieder auf die Achse und dreht die Räder. Und dann fällt das Ding. Das ist brillant. Das ist eine brillante Idee, weil sie auch so einfach ist. Alles, was hier verbaut ist, ist einfachste Elektronik. Aber die Wirkung, die damit erreicht wird, ist einfach brillant. Und das finde ich so toll daran. Das ist sind die einfachsten technischen Mittel und man kann sowas Brillantes schaffen. Das finde ich einfach genial. Was soll ich sagen? Viel darüber geredet. Was machen wir also? Wir setzen hier unseren Motor drauf. Wir haben hier noch keine Spannung angelegt und jetzt drehen wir das Ganze mal hoch. Und der Zug fährt in die eine Richtung, in die andere Richtung, in die eine Richtung, in die andere Richtung. Das war's. Mehr ist es einfach nicht. Genial, einfach, brillant. Ja, ich bin ein sehr großer Fan davon und ihr könnt es sehen, Züge können komplett ohne Batterien fahren. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ist es ja so, ich mache ein bisschen was mit meiner Lego Eisenbahn, dann mache ich mal 3 Monate damit gar nichts und wenn ich dann wieder so einen Impuls habe und will damit anfangen, ich muss hier nur Strom drauf geben und fertig, ich kann direkt loslegen. Ja. Was mache ich bei Power Functions, wenn der Zug nicht fährt? Ich gehe zum Zug, mache den Zug auf, hole die Batteriebox raus, puppel die 6 Batterien raus, puppel neue 6 Batterien rein. Den Sprecher habe ich nicht genug da. Dann sind vielleicht noch die Batterien in der Fernbedienung leer, dann muss ich die auch noch tauschen und baue ich das Ganze wieder zusammen und dann lege ich los. Da ist schon eine Viertelstunde rum, da habe ich schon fast gar keine Lust mehr. Und das hier ist einfach extrem wartungsarm, wenn ich es mal so sagen darf. Strom an, fährt, Strom aus, fährt er nicht mehr. Mehr brauche ich nicht. Ja, keine ollen Batterien, die ich hier wechseln kann. Ja. Ich finde es einfach schade, dass Lego dieses System hier aufgegeben hat. Es gibt auch Nachteile. Ja. Trotzdem frage ich mich, warum gebt ihr das auf? Es war nämlich nicht nur die Technik, die mich daran fasziniert hat. Also ja, es ist einfachste Elektronik, mit der man hier sehr viel machen kann. Aber das komplette Produktportfolio drumherum hat eben auch gepasst. Ich konnte eben nicht nur die Züge kaufen, ich konnte einzelne Waggons konnte ich danach kaufen. Ich konnte so Weichen,
System konnte ich da irgendwie nachbauen. Sowas gab es auch schon im 9-Volt-System. Es gab Bahnübergänge, es gab jede Menge Bahnhöfe, es gab Fahrzeuge, so Schienenfahrzeuge. Also da gab es einen kompletten Produktzoo rund um das Thema Lego Eisenbahn. Und die Kombination aus der Erweiterbarkeit, der Modularität und eben der Einfachheit der Technik hat mich einfach total begeistert als Kind. Und finde es einfach schade, dass Lego das aufgegeben hat. Ich kann mir das nur irgendwie so vorstellen. Ich lade euch einfach mal ein zu einem rein improvisierten, erfundenen Theaterstück, das da irgendwie heißt, der neue Manager bei Lego. Denn so stelle ich mir ungefähr vor, wie das damals funktioniert hat. Da wurde also eine neue Managerstelle ausgeschrieben bei Lego. Da kam dann der Bewerber an und der wurde interviewt. Sagen Sie mal, Sie werden ja dann oder wollen ja Manager bei Lego werden. Warum sollten wir Sie denn einstellen? Da hat er gesagt, ja, euer Lego-Eisenbahnsystem, das ist viel zu teuer, das machen wir alles billiger. Und dann verdient ihr das Doppelte dran. Ja, Revenue geht hoch, Marge geht hoch, alles toll. Und da dachten die, wow, der weiß, wovon er redet, den stellen wir ein. Prompt wurde der eingestellt, wurde Manager von der Eisenbahnabteilung, dann ist er dahin marschiert zu seinen Lego-Zugdesignern, hat die gefragt, was macht ihr da? Und ihr erzählt, boah, das hier ist unser 9-Volt Eisenbahnsystem. Wir haben das schon so viele Jahre am Markt. Die Kunden lieben es. Es ist stromgetrieben, man braucht keine Batterien. Das ist modular, das ist erweiterbar. Die Kunden lieben es. Es ist genial, einfach. Wenn es schon YouTube geben würde, würden die Leute positive Reviews schreiben und so weiter und so weiter. Tolles System. Machen wir unglaublich gerne. Ja, damit ist jetzt Schluss. Guck mal hier. Die Räder an dem Motor, die sind ja aus Metall. Metall ist ja viel zu teuer. Die machen wir jetzt aus Plastik. Ja gut, aber Plastik, das leitet jetzt nicht so gut. Dann fällt ja der Zug eventuell nicht mehr. Oh, das ist ja wunderbar. Dann können wir uns ja auch das Metall hier auf den Schienen sparen. Wunderbar. Ja, aber es wäre doch schon schön, wenn der Zug irgendwie fahren könnte. Nein, da können wir Batterien machen. Wir stopfen einfach Batterien in den Zug mit rein. Dann fahren die Batterien einfach mit. Ja, okay, könnten wir machen. Wir haben ja noch aus den 80ern, 90ern diese Batterieboxen für diese 9-Volt-Blockbatterien. Die können wir ja benutzen. Nee, wir machen was Neues, wir machen was Eigenes. Wir wollen ja nicht, dass die Kunden das alte Zeug da wiederverwenden. Die müssen was Neues kaufen, ja. Und so kam es aus Kostengründen, nur so kann ich es mir vorstellen, wurde dann das 9-Volt-System aufgegeben und man hat, dann kamen wir zu Power Functions. Nichtsdestotrotz, ich versuche Dinge immer neutral zu bewerten, auch nach den Jahren. Denn das 9-Volt-System, auch wenn ich jetzt hier ein großes Loblied drauf gesungen habe, es hat nicht nur Vorteile, es hat auch ein paar Nachteile. Die da wären, ich habe jetzt einen kleinen Spicker, wundert euch nicht. Ein Nachteil ist, ich kann nicht jedes beliebige Schienenlayout bauen. Das war auch damals in den Anleitungen so. Wenn ich den Lego Zug gekauft habe, auf der ersten Seite der Anleitung war immer ein Beispiel für ein Schienenlayout, das geht und ein Schienenlayout, das nicht geht. Warum war das so? Ich habe also hier angefangen, habe irgendwie ein Schienenlayout gebaut, dann noch mit Weichen und Abzweigungen und Abstellgleisen und noch irgendeine Brücke drüber oder irgendwie unten drunter, was auch immer. Und dann kommt, nehmen wir mal eins raus hier, dann habe ich also hier das eine Ende, da habe ich hier oben die 9 Volt, unten habe ich dann die Masse anliegen und dann komme ich hier irgendwie verzweigt, komme ich hier an und an dem Stück ist es genau umgekehrt. Liegt hier oben die Masse und hier unten die 9 Volt. Und wenn ich das dann miteinander verbinde, dann geht das nicht. Heißt, es war nicht jedes Schienenlayout möglich. Ein Vorteil von Power Functions, da der Strom in den Zügen drin ist und nicht hier auf dem Layout, bin ich flexibler, was mein Schienenlayout angeht. Ich bin jemand, der sagt, na gut, wenn du es weißt, ist es okay. Ja, also das kann man irgendwie umbauen, indem man eben noch ein zweites Gleissystem oder zweites Gleislayout da irgendwie nebendran parallel baut. Also man konnte trotzdem noch ziemlich viele machen. Was war noch ein Nachteil? Wenn ich hier einen Zug draufstelle und lasse ihn fahren, schön und gut. Wenn ich jetzt aber noch einen
zweiten draufstelle, dann fährt der mit. Ist ja irgendwie logisch. Ich steuere hier mit diesem Potentiometer, mehr ist es nicht, das ist ein Potentiometer. Mit diesem Potentiometer steuere ich, besteuere ich das komplette Schienenlayout. Und jeder Zug, der da draufsteht, fährt halt mit. In genau der Geschwindigkeit, die ich hier einstelle. Heißt, ich kann die Züge nicht unabhängig voneinander steuern. Das geht einfach nicht. Das hängt an dem System. Auch da wieder sage ich, naja, dann baut man eben ein zweites Layout. Da kann der Zug dann eben drauf fahren. Dann hat man noch ein zweites Potentiometer. Es gab aber auch noch so Tricks. Man konnte mit Weichen konnte man was machen. Also man konnte den Zug quasi auf so ein Abstellgleis fahren, dann die Weichen hier umschalten und trennen. Und dann konnte man den zweiten Zug dann auf dem restlichen Layout irgendwie fahren lassen. Also so Dinge gingen schon, das konnte man schon machen. Hatte auch was an Spielfreude, das immer so ein bisschen auszuprobieren. Ja. Aber das stimmt schon, das ist ein Vorteil von dem neuen Power Function System. Da kann ich an meiner Fernbedienung 4 Kanäle einstellen. Ich kann also 4 Kanäle, also 4 Züge unabhängig voneinander fahren lassen. Das ist schon ein Vorteil, gar keine Frage. Ja. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen mit den Power Functions ein bisschen präziser, was die Steuerung der Geschwindigkeit angeht. Ich glaube, es sind 8 oder 12 Stufen, die ich da einstellen kann. Ich weiß gerade nicht mehr so genau. Damals waren es 6. Wie funktioniert das? Also ich stelle das hier ein. 9 Volt lege ich hier drauf und für jede Stufe, die ich hier zurückgehe, 6 Stufen kann ich einstellen, wird 1 Volt weniger auf das Gleissystem draufgelegt. Damit steuere ich letztendlich die Geschwindigkeit des Zuges oder der Züge, die hier auf dem Layout anfangen. Wir werden es gleich mal durchmessen und da werdet ihr sehen, das ist nicht immer so hundertprozentig genau. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie sauber sind die Schienen, wie gut ist der elektronische Kontakt letztendlich. Es schwankt immer so ein bisschen. Also da ist das Power-Function-System ein bisschen präziser, was das angeht. Aber das ist jetzt kein No-Go. Noch so ein Ding. Wenn ihr mit einer niedrigen Geschwindigkeit fahrt, also hier mit dem alten Motor, kann es sein, dass der Zug auf so einer Weiche manchmal stecken bleibt. Das ist ein bisschen blöd. Woran liegt das? Also auch hier liegen ja 9 Volt und Masse, beziehungsweise 9 Volt und Masse an oder umgekehrt. So, damit sich diese Kontakte nicht berühren, ist hier ein Stück offen gelassen. Also hier ist kein Kontakt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ankomme mit meinem Motor, gibt es hier einen Punkt, zack, an dem ich hier, könnt ihr hier sehen, mit den Vorderrädern keinen Kontakt habe. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm, denn ich kann ja dann weiterfahren und hinten habe ich dann, also wenn ich hier in dieser Lücke drin hänge, habe ich ja hinten noch den elektronischen Kontakt. Der reicht dann hoffentlich aus, wenn ich hier mit so der niedrigsten Stufe 1 komme, das sind so 3 Volt, 3,5 Volt, dass der da trotzdem noch drüber fährt und dann bleibt er nochmal hier mit dem Hinterrad kurz hängen, dann genau dieselbe Situation, dann hat er aber vorne den Kontakt und zieht den dann raus. Ja. Wenn ich jetzt aber mit einer niedrigen Geschwindigkeit komme und relativ wenig Leistung in dem Motor drin habe, kann es halt sein, dass er hier reinfährt und stecken bleibt. Das kann passieren. Dann braucht er halt einen kleinen Schubs und dann fährt er wieder weiter. Bei höheren Geschwindigkeiten ist das kein Problem. Ich glaube, in der Nahaufnahme probieren wir das mal aus. Aber das ist tatsächlich manchmal ist das ein Thema. Eigentlich sollte es kein Problem sein, denn es reicht aus, wenn ich entweder nur vorne oder nur hinten den Kontakt habe. Ich kann es ja mal zeigen. Das ist ja das Schöne, der nimmt ja die Spannung auf und dazu reicht immer ein Kontakt. Das heißt, wenn jetzt nur die Vorderräder oder nur die Hinterräder die Gleise berühren, fließt ja schon Strom über die Räder auf die Achse in den Motor rein. Ich kann es ja mal zeigen, vielleicht seht ihr es ja. Ja. Also ihr seht, da will er schon abhauen, was ja auch sinnvoll ist. Ne? Deshalb habe ich Doppelfunktion. Stromaufnahme entweder hierüber oder darüber oder idealerweise über beide. Ich treibe den Motor an und der Motor dreht dann alle 4 Räder. Das heißt, theoretisch sollte es eigentlich nicht zu einem Problem hier kommen, wenn er hier drin hängen bleibt. Manchmal ist es so. Also wenn ich jetzt hier nur Stufe 1 einstelle, dann liegen hier nur so 3 Volt an.
3 Volt ist extrem wenig. Ja. Naja, das kann passieren. Was ich vergessen habe zu erwähnen, und das finde ich ist wiederum ein Vorteil. Ich lege ja hier 9 Volt drauf. Hier fließen jetzt, also offener Stromkreis, er ist ja nicht geschlossen, aber hier sind 9 Volt. Wenn ich jetzt den Wagen hier drauf stelle, habe ich den Stromkreis geschlossen, dann fließt Strom durch den Motor durch. Wir als Mensch, der menschliche Körper, ist ein elektrischer Leiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Finger auf das Gleisbett hier drauflege, habe ich den Stromkreis geschlossen und Strom fließt durch meinen Körper durch. Ich mache das jetzt mal. 9 Volt. Hier fließt jetzt Strom durch meinen Körper durch. Mein Körper ist natürlich auch ein elektrischer Widerstand. Also ich spüre hier nichts. Ich spüre gar nichts. Ich könnte mir vielleicht einreden, dass ich maximal so ein ganz feines Kribbeln spüre. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, als Kind jemals da irgendetwas gespürt zu haben, wenn ich irgendwie mal einen Kontakt hergestellt habe. Und das ist noch so eine Brillanz von diesem Lego 9-Volt-System. Es ist einfach die perfekte Balance aus Sicherheit und genug Leistung, damit mir eben so ein Motor da wegfahren kann. Brillant. Es ist einfach ein brillantes System. Ich schweife ab, wir waren ja bei den Nachteilen, aber das muss doch nochmal erwähnt werden. Der größte Nachteil jedoch heute ist der Preis. Dieser kleine 9 Volt Lego Zugmotor kostet bei Bricklink ungefähr 40 bis 50 Euro. Bumm, das ist eine Hausnummer. Und bedenkt, das Ding ist 20 Jahre alt und älter. Ich persönlich hätte kein gutes Bauchgefühl, wenn ich für 20 Jahre alte Elektronik noch so viel Geld ausgebe. Eins muss ich Lego lassen. Die Produktqualität, sensationell. Also die verbauten Komponenten, die hier drin sind, das Zeug ist ja schon über 20 Jahre alt. Das läuft immer noch. Also damals, das muss man Lego wirklich sagen, perfekte Produktqualität, dass es so langlebig ist, ist einfach genial. Noch so ein schöner Vorteil von dem 9-Volt-System. Weil alles so einfach ist, geht auch wenig kaputt. Aber 40 bis 50 Euro nur für diesen Zugmotor auszugeben, das ist einfach nicht mehr sinnvoll. Bei den Gleisen ist es ähnlich. Also bei den geraden Schienen ist es noch extremer. Die Kurven sind ein bisschen günstiger, aber rechnen wir mit so 2-3 Euro pro Stück. Pro Stück. Und ihr braucht 16 Kurven, um mal einen Kreis zu bauen. Das geht ordentlich ins Geld. Also, wenn ihr jetzt an einem Punkt seid wie ich und fragt euch, wie mache ich denn jetzt mal ein zukünftiges Lego-System? Das ist ja schon irgendwie cool mit den 9 Volt und es ist ja auch alles sicher hier und ich kann ohne Batterien fahren, extrem wartungsarm. Gehe ich jetzt auf die neue Generation und packe Batterien in meine Züge rein oder gehe ich auf die alte und fahre komplett ohne Batterien, gebe dafür aber richtig viel Geld aus für alte Zugmotoren und alte Gleise hier. Ein Dilemma. Also, ihr seht schon, die neue Generation hat also auch Vorteile. Also ein Vorteil, ganz klar, ich habe es ja schon erwähnt, ist, ich kann mehrere Züge unabhängig voneinander steuern, auch verschiedene Geschwindigkeiten einstellen. Das ist schon ziemlich cool. Ich habe eine 4-Kanal-Fernbedienung. Das geht hier einfach nicht. Ja. Das gibt das System hier einfach nicht her. Ja. Vorteil ist natürlich der Preis bei den neuen Motoren. Also was kostet so ein Ding? Das kostet keine 2-3 Euro pro Stück. Ja. Da gibt es ja auch schon mittlerweile andere Hersteller. Ich weiß, auch Kasi verkauft die Dinge. Ich glaube, da kostet ein Element, kostet 1 Euro oder noch weniger. Ja. Also da könnt ihr extrem preiseffizient bauen. Ein Lego Power Functions Motor kostet 10 Euro und weniger. Ja, also das ist das Schöne daran. Also, trotz aller Detailverliebtheit, ich gebe es zu,
hier fließt eine ordentliche Portion Nostalgie bei mir mit. Finde ich trotzdem, unterm Strich hat dieses System mehr Vorteile als das neue System. Finde ich persönlich, ja. Da mögt ihr anderer Meinung sein. Jetzt bin ich hier aber mal auf meinem Elektronikkanal. Und womit ich mich jetzt einfach über die nächsten Wochen beschäftigen möchte, ist, kann ich vielleicht diese zwei Welten irgendwie miteinander verheiraten, damit ich das Beste aus beiden Welten habe? Geht das vielleicht irgendwie? Also kann ich moderne Motoren, Lego-Zugmotoren, irgendwie nicht über Batterien antreiben? Geht sowas? Also das sind so Themen, mit denen ich mich irgendwie beschäftigen möchte. Ich habe so findige Leute gesehen, die nehmen diese Gleise hier und bearbeiten die dann mit selbstklebender Kupferfolie. Kupferfolie ist leitend, damit ich sowas hier nachstellen kann. Also sowas habe ich schon gesehen, sowas gibt es schon. Also da werde ich mich mal ausprobieren. Und ich habe auch findige Leute gesehen, die das irgendwie nachgebaut haben. Die also auch wieder mit Kupfer, selbstklebendem Kupferband auf den Rädern Strom auf die Räder gekriegt haben und das davon wieder abgegriffen haben, um dann den Motor, den Power Functions Motor direkt anzusteuern, ohne eine Batteriebox. Es waren teilweise ziemlich wüste Sachen, die ich da gesehen habe. Mein Ziel ist es schon, das irgendwie einfach zu machen, weil ich ja ein Freund von Einfachheit bin. Ich bin auch kein Freund, wenn es dann zu komplex wird. Aber damit will ich mich einfach ein bisschen beschäftigen. Ihr seht also, es gibt was zu tun. Okay, das war's von meiner Seite. Für die Techies unter euch und diejenigen, die eventuell mir so ein bisschen nacheifern wollen, was ich eigentlich tue, gehen wir gleich nochmal in die Nahaufnahme. Aber so viel sei gesagt, das ist das, wie ich finde, brillante Lego 9 Volt Zugsystem. Strom aus der Steckdose auf dem Potentiometer drauf. Damit kann ich Vollgas steuern, Vollgas rückwärts steuern. Das ist ein Potentiometer, einfachste Elektronik. Strom fließt in die eine Richtung, ich drehe hier die Polarität um, Strom fließt in die andere Richtung. Das könnte ich auch machen, indem ich jetzt zum Beispiel diese zwei Adapter hier umklemme. Na, dann hätte ich die Polarität auch umgedreht. Das würde auch funktionieren. Und dann fährt das Zeug. Dann fährt der Zug einfach los, ohne irgendwelche Batterien getauscht zu haben. Es ist extrem sicher, 9 Volt. Ich lege hier etwas drauf, ich stelle einen elektrischen Kontakt, der wahrscheinlich ist der Widerstand von meinem Körper so hoch, dass hier wahrscheinlich gar nichts mehr am anderen Ende der Schiene mal ankommt. Wer weiß. Es ist einfach ein brillantes System. Es macht Spaß, damit umzugehen. Aber es ist natürlich in die Jahre gekommen. Die Bauteile sind extrem teuer geworden. Man kriegt sie nur noch über den Gebrauchtmarkt. Und ich will mich einfach damit beschäftigen. Kriege ich das irgendwie hin, das Beste aus beiden Welten zu vereinen? Nun gut, so viel gequatscht. Jetzt gehen wir für die Spezies in die Nahaufnahme. Okay, und hier sind wir in der Nahaufnahme. Wir gehen also die Komponenten nochmal durch. Was brauchen wir hier alles für unser System? Wir brauchen erstmal diesen Stromadapter hier. Den hat Lego damals mit ausgeliefert. Man sieht schon AC-Adapter. Input 230 Volt, Output 10 Volt. 1 Volt fällt ja hier ab und die restlichen 9 Volt dann auf dem Gleissystem. Genau, hier, Made in China for the Lego Group. So, der stecken wir einfach hier in unsere Steckerleiste rein und los geht der Spaß. Okay, also, unser Potentiometer, stellen wir hier auf 0, hat jetzt also Strom. Das sind wir hier in diese kleinen Kontroll-LED. Hier vorne ist der kleine elektrische Klemmbaustein. Ich zeig's nochmal. Ja, also hier seht ihr, hier gibt es an der Seite, vielleicht könnt ihr es sehen, ich versuche es mal zu scharf zu stellen. So, hier seht ihr ziemlich genau. Hier gibt es diese kleinen metallischen Pins, also ein elektronischer Klemmbaustein. Was will man denn mehr? Ja, also einfach zu schade, dass es das nicht mehr gibt. Denn da greife ich mir jetzt einfach die 9 Volt ab, lege die hier auf diesen, und mache das wieder scharf, lege sie mir hier auf diese Klemmen hier drauf. Ja, da sieht man schon. Da vorne ist so ein kleiner metallischer Pin.
Und der wird jetzt hier einfach an das Gleis hier so dran gepetzt. Ja. Hier wird er festgemacht an dem Gleissystem und dann steht ein Kontakt zwischen eben dieser Schiene und eben diesem Pol hier vorne. So, ich mache das hier wieder fest. So, jetzt haben wir unser Gleissystem hier mit Spannung versorgt. Also hier liegen jetzt, ich glaube, hier liegen jetzt die 9 Volt an. Der ohne den kleinen Trafo hier, das waren die 9 Volt. Das hier ist die Masse. Wir haben unser Multimeter, dann können wir das einfach mal testen, ob das so ist. Also wir legen jetzt hier einmal 9 Volt drauf und dann sehen wir hier hoffentlich einen Ausschlag von 9,13 Volt. Ja, schwankt ein bisschen, aber das liegt wahrscheinlich eher an mir und dem Messgerät. Brillant, oder? Das heißt, wenn ich es jetzt umdrehe hier, ich drehe also das Potenzial um in die andere Richtung, dann sollten hier, hoppla, minus 9 Volt angezeigt werden. So, das heißt einfach, der Motor bekommt jetzt den Strom aus der anderen Richtung und dreht daher auch die Räder in der anderen Richtung und deshalb fährt der Zugmotor dann auch einfach ja, in die andere Richtung. So einfach ist das. So einfach ist das. Ganz normale, trivialste Elektronik. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Wir sind jetzt hier also auf der maximalen Stufe, 9 Volt, und es sind 6 Stufen. Ja, vielleicht könnt ihr es sehen. 6 Stufen. Jetzt drehe ich das mal auf die vorletzte Stufe und nehme nochmal hier Strom ab. Und wir sehen, es liegen nicht genau 9 Volt an. Also ihr seht, das schwankt schon deutlich. Sondern ich würde jetzt 1 Volt weniger erwarten, also ungefähr so 8 Volt. Messen tue ich jetzt so, ja, so 7,5 bis 7,9. Also ihr seht, es ist nicht so hundertprozentig präzise. Jetzt gehe ich nochmal eine Stufe zurück, dann würde ich wieder 1 Volt weniger erwarten. Dann müssten wir irgendwo bei so 7 Volt rauskommen. Ja, und ihr seht schon, wir sind so bei so 6,6, 6,4, manchmal geht es ein bisschen runter. Also hier diese Schwankung, das ist eben das, was ich meine. Ja, es kann natürlich auch sein, also zum einen kann es sein, dass das hier einfach ein Messfehler ist, ja, dass es hier so stark schwankt. Aber es kann natürlich auch sein, dass auch das letztendlich bei dem Lego-Motor in dem Zug ankommt. Ja, also eine gewisse Schwankung ist da einfach zu sehen. Ja, ich meine, das Zeug ist 20 Jahre alt. Das ist halt einer der Nachteile. Da ist eben das neue System ein bisschen vorteilhafter. So, wenn ich das auf die, also das ist immer 1 Voltweise, ja, ich fange 9 Volt, 8 Volt, 7 Volt, 6 Volt bis auf die erste Stufe, das müssten dann ungefähr so 3 Volt sein, die hier ankommen, genau. Also mit 3 Volt kann ich hier schon einen Zugmotor steuern, ja. Wenn ich jetzt also auf die 1 gehe in die andere Richtung, also jetzt habe ich die Polarität umgedreht, müssen wir bei minus 3 Volt irgendwo rauskommen, ja, genau. So habe ich die Polarität jetzt also umgedreht. Ich kann jetzt natürlich auch einfach die Polarität nochmal anders umdrehen, indem ich jetzt hier die Klemmen einfach umklemme. Also ich nehme jetzt hier den mit dem Trafo auf die eine Seite und den anderen hier hinten hin. So, messe nochmal. Dann sollten wir jetzt die plus 3 Volt hier messen. Ja. Also ihr seht, einfachste Technik. Ja. Und das macht es einfach so brillant. Ja, wie ich finde. Entschuldigt bitte, dass das hier alles ein bisschen eingestaubt ist. Ich kann es dir nochmal in der Nahaufnahme zeigen. Das ist jetzt der 9 Volt Zugmotor. Also die Räder sind eben aus Metall, weil sie eben die Spannung aufnehmen. Das geht dann eben auf eine metallische Achse. Der wiederum treibt den Motor an und der wiederum treibt dann alle 4 Räder an, damit der Zug dann eben auch fahren kann. Ja? Also einfacher geht es einfach nicht. Ja? Und ich finde, diese Einfachheit macht es einfach so brillant, mit diesem Zugsystem hier zu arbeiten. Ja? Okay, stellen wir sie auf 0. Und ich habe es ja versprochen, wir versuchen nochmal das Problem mit den Weichen nochmal herzustellen. Und daher machen wir jetzt einen kleinen Schnitt. Okay, und hier bin ich wieder. Ich habe eben ein bisschen ausprobiert und ich muss gestehen, ich kriege das Problem gar nicht mehr hin. Also was ich eigentlich meinte war, ich versuche jetzt hier den Zugmotor fahren zu lassen und dann, vielleicht habt ihr es kurz gesehen, da ist er kurz hängen geblieben. Ich lasse ihn mal zurückfahren, ganz langsam. Also ich bin hier wirklich nur minimal am Steuern, so zwischen 0 und 3 Volt. Ja, jetzt ist es passiert. Ja. Also jetzt sind wir hier auch so, ja, das müssten so knapp minus 3 Volt sein. Und jetzt seht ihr hier, ist er hier irgendwo hängen geblieben. Ne? Also jetzt kann er die Spannung nicht mehr aufnehmen. So einen kleinen Schubs geben, fährt er vielleicht wieder weiter. Nicht so richtig.
Also es reicht dann irgendwie nicht. Dann muss ich nochmal ein bisschen, ja, so geht das dann. Ja. Also wie gesagt, das ist wirklich nur, er fährt eigentlich ganz gut rüber. Also so ein großes Problem ist es gar nicht, wie ich das noch in Erinnerung hatte. Jetzt ist er wieder stehen geblieben, jetzt fährt er wieder. Ja. Also wenn ich jetzt natürlich hier mit so einer Geschwindigkeit rüberfahre auf Stufe 2 oder sowas, dann kann ich das schon gar nicht mehr nachstellen. Ja. Aber es ist natürlich auch stark abhängig, wie gut sind hier die Metallkontakte gepflegt. Und wie gut funktioniert halt auch einfach noch die Elektronik hier drin. Aber der fährt jetzt sogar recht flüssig. Also ich muss sagen, das Zeug ist über 20 Jahre alt. Wer hätte das gedacht, dass der noch so gut fährt? Ich versuche es mal herzustellen. Besser drüber, als ich es in Erinnerung habe. Ja. Ach, noch so ein schönes Vorteil, noch so ein schöner Vorteil von einfach diesem Konzept hier. Naja, okay, so viel der Nostalgie. Ich, wie gesagt, versuche mal was hinzukriegen, also dass ich eben, ich nehme hier was ab, diese neuen Gleise nehme, die ja keine Metalloberfläche haben, versuche das irgendwie mit so einem selbstklebenden Kupferband noch mal ein bisschen zu veredeln. Also eine Leitfähigkeit herzustellen und dann gehe ich mal so ein bisschen auf die Forschungsreise, wie kann ich irgendwie bei den neuen Power Functions Motoren, die ja komplett die Räder aus Plastik haben. Bei den Control Plus Varianten gibt es ja noch nicht mal mehr eine metallische Achse dazwischen. Also da muss man sich auch nochmal was überlegen, wie ich das einfach irgendwie herstellen kann. Naja, weil das ist einfach so schön er ist und so gut er noch funktioniert. Trotz den Jahren ist er einfach zu teuer geworden. Okay, das war der Clemens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir, was ihr denkt. Ich gehe mal wieder ein bisschen auf Forschungsreise. Alles klar, tschüss.